Moin Leute, es gibt wieder ein paar neue Informationen für euch und zwar vor allem für MC. Ihr seid alle in der Vorbereitung, ihr kennt diese Buchbänder, vor allem der Widerstandsfähigkeit. Das gibt euch auf Kopf- und Beinplatz plus 20 Feuerresi, jeweils das heißt plus 40 insgesamt und das ist sauer wichtig für MC. Und die Dropraten dieser Buchbänder sind aber mega gering und deshalb sind sie auch verdammt teuer immer. Bei mir auf dem Server aktuell bei 250G für ein Buchband, das heißt ich bräuchte plus Questabgabe plus andere Items, die ich da brauche, bestimmt 600G und das ist verdammt teuer. Ist schlimmer wie das Finanzamt, ich sag's euch. Und die Dropraten werden jetzt erhöht und der Hotfix soll auch bald kommen. Das Geile ist, diese Buchbänder der Widerstandsfähigkeit haben jetzt eine Chance bei Bossen in den Blackrock Tiefen und in UBRS, LBRS zu droppen. Also mega gut, finde ich. Und die brennende Essenz, da haben sie die Dropraten auch erhöht. Besser gesagt, in diesen dunklen Kasten in BRD, die kennt ihr alle. Da wird jetzt immer eine brennende Essenz mit dabei sein. Blizzard hat vor kurzem einen Artikel veröffentlicht auf seiner Seite, wo es um die neuen Hitzestufen in MC ging. Wenn ihr MC betretet, könnt ihr mit dem Hydrixianer NPC eine von drei verschiedenen Hitzestufen auswählen, wobei natürlich der Schwierigkeitsgrad mit jeder Stufe zunimmt, logisch. Das Gute ist aber, man kann die Schwierigkeitsstufe während dem Raid außerhalb des Kampfes wieder zurücksetzen. Dann das Wichtigste in dem Artikel ist, Blizzard ist auf die verschiedenen Hitzestufen eingegangen und zwar bei Level 1 schwüle Hitze, der einfachste der drei Modi, so konzipiert, dass er für fast alle Gruppen zugänglich ist. Schwüle Hitze ist für diejenigen, die den geschmolzenen Kern besuchen und weniger auf die Hitze vorbereitet sind, weniger Verbrauchsgüter, weniger Feuerresi-Buffs und so weiter haben. Also Level 1 ist wirklich für jeden drin, auch ohne Feuerresi-Gear. Das heißt, ihr müsst da gar nicht so eskalieren. Gibt zwar weniger Gear, aber das gleiche von der Qualität her. Level 2, brennende Hitze. Ein normaler Modus, der mehr Koordination und grundlegende Vorbereitung erfordert. Diejenigen, die eine mäßige Menge an Verbrauchsgütern, Verzauberungen, Buffs, Feuerresi und so weiter haben, sollte brennende Hitze ein Kinderspiel sein. Die Ausrüstungsbelohnungen für brennende Hitze sind dieselben wie bei schwüle Hitze mit einem zusätzlichen Drop für die meisten Bosse. Empfohlene Feuerresi plus 96 oder höher. Also hier machen sie schon genaue Angaben. Level 3. Geschmolzene Hitze. Die Hitze taucht in geschmolzener Hitze für erfahrene Gruppen auf, die bereit sind, sich dem Feuer zu stellen. Die Belohnungen für geschmolzene Hitze sind dieselben wie bei der brennenden Hitze mit ein paar zusätzlichen Gegenständen, die später im Raid verfügbar sind, zusammen mit einzigartigen Waffenkosmetiken. Empfohlene Feuerresi plus 226 oder höher. Also hier braucht ihr dann doch deutlich mehr Feuerresi. Sie schrieben auch, mit zunehmender Hitze steigt auch der Schaden, die Feuerresi, und sie schreiben auch neue Mechaniken. Und ihr wisst ja alle, es wird einen neuen Boss geben im Molten Core, aber nur auf der Stufe Level 3, also Molten Heat. Und dieser Boss wird erst freigeschaltet, wenn ihr alle anderen Bosse besiegt habt. Es wird aber keine exklusive Belohnung geben für den Boss. Einfach nur Tokens wird er fallen lassen, wie auch die anderen Bosse. Die gesamte Ausrüstung kann aber anderswo im Molten Core erhalten werden. Wo das genau ist, wissen wir noch nicht. Und Blizzard schreibt hier was, was wirklich interessant ist. Und zwar, viele Dinge in SOD ist ein Experiment und wir hoffen, die Erkenntnisse, die wir von diesem Boss und dem Heat-System gewinnen, auf zukünftige klassische Raid-Stufen und potenzielle zukünftige Inhalte anwenden zu können. Beim Pala T1 Set gab es bei den Bonus für zwei Teile einen kleinen Nerf und zwar wurde die Chance, dass Richturteil des Lichts getriggert wird, von 100% auf 70% reduziert. Das Herumreisen WoW Classic ist sehr mühselig. Aber gut, dass es die Hydrixianer gibt. Da bekommt jetzt ein neues Item, welches euch nach Art Shara portet. Ihr braucht dafür den Ruf respektvoll und das Ding kostet keine 3 Gold. Der Händler in Booty Bay hat auch neue Gegenstände bekommen und zwar die Offhand Gegenstände für Casterklassen, welche sehr begehrt waren in Phase 3. Das war's mit dem Video. Viel Spaß in MC. Voll geil, Leute. Ich freue mich. Also, bis zum nächsten Video.